Yokusu Art TV. Ohayo, konnichiwa, konbanwa, oyasumi na hake. Hi. Konnichiwa. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Shiko Hakane. Dieses Mal habe ich überhaupt keinen blassen Schimmer. Ich habe mir zwei Adventures gekauft, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Und das hier ist jetzt eins davon, Hunted. Das Ganze ist vom Jahr 2011 und ist also schon etwas älter. Darum bitte wegen der Grafik, es ist ein älteres Adventure. Wie dem auch sei. Ich würde sagen, ohne weitere Vorreden, lasst uns beginnen, ein komplett neues Abenteuer. Ich wollte lange mal wieder ein Adventure spielen. Das letzte war The Night of the Rabbit und das habe ich vor 2 Jahren gespielt. Das heißt, es wird mal wieder Zeit. Also, los geht's. Viel Vergnügen. Oh, wähle den Schwierigkeitsgrad. Der Schwierigkeitsgrad kann auch im Verlauf des Spiels geändert werden. Ich werde natürlich auf Normal spielen, wenn man halt ein schnelles Gameplay erwarten will. Dann ist man ja falsch. Ich spiele es gemütlich durch und in meinem Tempo. Mit diesen Worten, lasst uns nun endlich beginnen auf Normal. Mary? Mary? Hilf mir! Mary? Sie tun mir weh. Ein Straßenmädchen, Professor Ashcroft. Ich habe sie heute Nacht leblos auf dem Universitätsgelände aufgesammelt. Was für ein eigenartiger Zufall, Ethan. Aber für meine heutige Untersuchung genau die richtige. Ein bisschen jung finden Sie nicht, Ethan? Tod ist tot, dachte ich mir, Frau Professor. Ihr Herz wird mir helfen, noch das eine oder andere Geheimnis zu ergründen. Wenn das dann alles wäre, würde ich mich jetzt zurückziehen. An dieser Stelle frage ich das Auditorium normalerweise, ob es Blut sehen kann. Bei Ihnen kann ich mir das wohl schenken. Meine Lieblingsstelle. Treten Sie am besten etwas zurück. Grundgütiger! Das nenne ich mal eine lebendige Leiche. Prima Arbeit, Ethan. Verzeihung. Du armes Ding. Sicher ist dir ganz kalt. Das war alles ein Riesenmissverständnis. Manche Leute sehen eben nicht genug hin, nicht wahr, Ethan? Tja, die sah aber wirklich ziemlich hinüber aus. Komm erst mal mit in mein Arbeitszimmer. Ich mache dir einen Tee, du Arme. Mhm. Willst du Honig in deinen Tee? Ich bin gleich zurück. Das war der mieseste Job seit langem, Ethan. Wenn ich sage tot, dann meine ich auch tot. Jetzt holen Sie Ihre Axt und bringen Sie Ihre Arbeit zu Ende, bevor das noch jemand mitbekommt. Natürlich, Boss. Axt? Was für ein Albtraum. Ich muss sofort hier raus. Aber wie? Was? Das ist doch das Amulett von Emily. Wie kommt das denn hierher? Das ist unmöglich. Emily wurde nach dem Unfall nie gefunden.
Ich muss es mitnehmen. Was geht hier nur vor? Kapitel 1. Die Geister, die mich riefen. Mit einem Klick auf die linke Maustaste in der Welt lässt sich Mary steuern und ebenso lassen sich Gegenstände aufnehmen oder betrachten. Ja, wie eben schon mal gesagt, das Spiel ist aus dem Jahr 2011. Daher ist die Grafik natürlich nicht so hoch detailliert. Aber alte Spiele sind niemals schlecht. Adventures vor allem überhaupt nicht. Ich erinnere nur an Baphomet-Fluch. Okay, los geht das Ganze. Wir bewegen uns mit der Maus und wir schauen uns erstmal hier um. Hier arbeitet die Professorin wohl an ihren Studien. Komisch, was es bloß mit dem Dokument mit den Handschuhen drauf auf sich hat. Okay, okay. Ja, am Anfang ist immer ein bisschen Einstellung, das kennt man ja. Ich werde doch die anmachen. Und ich möchte doch die Sprache 100% ist. Ich mache doch die Musik auf 20 und die Geräusche auf 40. Mal gucken. Und ganz kurz mal reden. Hier arbeitet die Professorin wohl an ihren Studien. Komisch, was es bloß mit dem Dokument mit den Handschuhen drauf auf sich hat. Okay, ich glaube, das ist jetzt viel besser. Ja, können wir es mal untersuchen? Ne, wir können es. Okay, wir haben jetzt so ein Büro, die uns anzeigen, was wir machen können. Das sind die Optionen. Ja, ich muss mich erstmal ein bisschen einfinden. Das ist ja natürlich das Allwissen-Auge. Können wir es auch aktivieren? Wir können es auch aktivieren, alles klar. Ich werde es natürlich erstmal ohne berühren. Hier arbeitet die Professorin wohl an ihren Studien. Komisch. Was es bloß mit dem Dokument mit den Handschuhen drauf auf sich hat. Okay, hier können wir das bewegen. Hier arbeitet die Professorin wohl an ihren Studien. Komisch. Was es bloß mit dem Dokument mit den Handschuhen drauf auf sich hat. Okay, wir können also. Ist alles der Schreibtisch. Laut Aufschrift ist ja das Geschenk einer peruanischen Fakultät. Ich muss sagen, mir gefällt jetzt schon die Stimme. Ich hab eine leise Ahnung. Ich hab mit Namen braucht man nicht kommen, aber sie kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Steht auch drauf hier. Begegnen über 30 skurrile Charaktere mit brillanten Animationen, ausgefeilter Mimik und den Stimmen zahlreicher Hollywood-Größen. Das heißt, ja. Aber wie gesagt, wenn ich was nicht erkennen sollte, wenn ihr Ahnung habt, dann bitte gerne schreiben. Also die Stimme auf jeden Fall gefällt mir und kommt mir bekannt vor. Vermutlich dient es dem Anatomiestudium. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass hier nicht bloß harmlos studiert wird. Oh nein, ich glaube, die machen hier Experimente mit Toten. Okay. Das Klavier. Hä? So eins hatten wir auch zu Hause. Bei meinen Eltern. Ob ich noch spielen kann? Emily, es tut mir leid. Ich habe das Gefühl... Oh Gott. Das wird bestimmt eine tragische Geschichte. Ich habe keine Ahnung. Das Schaubild eines menschlichen Skeletts? Was für Forschungen stellt diese Frau eigentlich an? Und wozu? Ich glaube, wir werden das noch herausfinden, meine Liebe. Schreibtisch. Okay, hier habe ich nichts mehr. Warte mal. Bevor wir gehen, war das alles... Wichtige Gegenstände lassen sich per Mauszeiger über den Augesymbol der linken... Ja, ich weiß, das mache ich gerade schon. Okay, dann war hier alles... Gut, dann gehen wir mal hier lang. Toll, jetzt kann man das Bett zur Tür schieben. Ah, oh, okay. Ja, mit der Rätsel habe ich gelöst, man muss schon mal das offen... unoffensichtlich erkennen. Das Gute ist, man hat Hotspots, das heißt, man kann ja nichts übersehen. Aber erstmal gucken. Die Tür zur Kühlkammer. Sie ist abgeschlossen und sie führt mich sicher nicht nach draußen. Ich glaube, da willst du auch nicht... Ist das ein Mensch? Was ist das? Was das wohl für ein Experiment ist? Diese Frau wird mir immer unheimlicher. Ja, vor allem, wie mit ihren Krückstock da geht. Wieso? Ich weiß nicht. Eieiei. Gut, da war nichts mehr.
Ist hier was? Nein, hier ist nichts. Okay. Bisschen umschauen. Kontrollpunkt. Damit kann man irgendetwas in Gang setzen. Damit kann man irgendetwas in Gang setzen. Da fehlt wohl noch etwas. Okay. Schon geht es gleich los mit den Rätseln. Finde ich gut. Okay, es fehlt noch etwas. Da haben wir schon geguckt. Da ist ein Deckel. Bremse. So, die Bremse ist gelöst. Okay. Schon ganz gut. Jetzt noch die Bremse feststellen. Das sollte sie eine Weile aufhalten. Huch, was war das für ein Geräusch? Na prima. Jetzt hat sie uns auch noch ausgesperrt. Aber das kann ja nicht so schwer sein. Das haben wir gleich. Ich schiebe einfach meinen Stock durch die Tür und entriegle sie von der anderen Seite. Raffiniert, Mrs. Ashcroft. Oh, oh. Können wir das jetzt was? Können wir da jetzt was machen? Da fehlt wohl noch etwas. Da fehlt wohl noch etwas. Damit kann man irgendetwas in Gang setzen. Ist das hier auf Zeit irgendwie? Da ist was. Da können wir was machen. Ja, keine Ahnung, was das bringt, aber. Die haben wir ja schon, ne? Da können wir auch nicht rein, oder? Aber wir können auch rennen. Okay. Die Tür zur Kühlkammer. Sie ist abgeschlossen und sie führt mich sicher nicht nach draußen. Okay, wir können auch rennen. Der Deckel, den können wir bewegen. So komme ich nicht weiter. Das hilft mir leider nicht. Das Spiel haben wir auch. Okay, es geht schon los hier, Freunde. Was? Wir haben noch nichts im Inventar, ne? Schreibtisch. Wir können das zumachen, aber es bringt ja auch nichts. Hier arbeitet die Professorin wohl an ihren Studien. Komisch. Was ist bloß mit dem Dokument mit den Handschuhen drauf? Laut Aufschrift ist ja das Geschenk einer peruanischen Fakultät. Das ist alles wahnsinnig interessant. Was ist das? Da? Nee, da ist nichts. Ist hier noch irgendwas? Ja, man muss ja ein bisschen überlegen. Was ist da? Da kann man doch bestimmt irgendwas noch machen, oder? Das hilft mir leider nicht. Ich sollte etwas anderes versuchen. Her damit. Nein! Das gehört meinen Stock geklaut. Madam, wenn ich vielleicht einhaken dürfte. Einhaken? Ich hab doch diese Axt. Ich würde sie gern holen und in die Tür einhaken. Ach, meine schöne Tür. Aber nur zu, meine Geduld ist ohnehin am Ende. Bin gleich zurück. Das ist ja ganz hervorragend, Ethan. Das ist wunderbar, aber... Jetzt turnt das Ding auch noch in meinem Büro herum. Hinter der Tür steht eine blutrünstige Professorin und ihr Gehilfe holt gerade eine Axt. Vielleicht sollte ich lieber einen anderen Fluchtweg suchen. Das werden wir gleich haben. Einen anderen Fluchtweg, ja. Ich würde sagen Kühlkammer, ne? Meine Liebe. Kühlkammer, es ist der einzige Weg. Oder hier. Hier muss doch was passieren. Kann man irgendetwas in Gang setzen? Ja, wahrscheinlich die Tür. Aber wir brauchen noch irgendetwas. Aber was? 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 Wir haben was. Ach, wir haben Gehstock, ich Idiot. Ja, aber manchmal muss man so ein bisschen... Bestimmt können wir den Gehstock benutzen. Der ist bestimmt so ein... Uh-oh. Eine Säge. Nee. Eine Leiter.
Jetzt aber schnell. Hoch da.